Was würdet ihr davon halten, miteinander ein Ding zu drehen? Einen schnellen Raubüberfall bei einem Diamantengroßhändler am helllichten Tag, während der Geschäftsstunden und mit Publikumsverkehr. Das sind eure Decknamen, Mr. White. Wenn der Geschäftsführer nicht mitspielt, dann schneid ihm einen Finger ab. Und zwar den kleinen. Dann sag ihm, der Daumen wäre der Nächste. Dann verrät er dir, dass er Damenunterwäsche trägt. Mr. Blanc? Ist mir scheißegal, ob du irgendwas weißt oder nicht. Ich folter dich trotzdem. Mr. Orange? Dir wird nichts geschehen, denn du bist cool. Mr. Pink? Warum bin ich Mr. Pink? Weil du eine Schwuchtel bist, klar? Lasst uns an die Arbeit gehen. Hey, Darf, ich fürchte, die haben das Ding in den Sand gesetzt. Ich glaube nicht nur, dass wir verraten wurden, ich weiß es. Was glaubst du denn, wo auf einmal die ganzen Bullen herkamen, hä? Ich habe keine Ahnung, ob jemand die Beute hat. Ich weiß weder, wer tot ist, noch wer überlebt hat. Und ich weiß auch nicht, wer geschnappt wurde und wer nicht. Bis zu dem Moment lief doch alles bestens. Aber auf einmal standen die ganzen Bullen da draußen. Ich zwinker nur einmal mit den Augen und schon sind sie da. Und ich sage euch, die Bullen haben den Laden überwacht. Denkst du etwa, dass ich euch verraten habe? Keine Ahnung, vielleicht bist du ja auch der Verräter. Für mich bist du der Verräter. Habt ihr eine Ahnung, was mit Mr. Blue passiert ist? Entweder lebt er noch oder er ist tot. Oder ist geschnappt worden. Oder auch nicht. Dieser Kerl hat uns verpfiffen. Ich brauche keine Beweise. Ich habe eine Nase dafür. Dazu musst du schon früher aufstehen. Kleiner Mistkerl, wirst mich erschießen. Du hast den Verstand verloren. Zwing mich nicht, das zu tun.